Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Heute geht es um Fit for Life, Back to the Basics und was sich dahinter verbirgt und wie wir alle wieder zu mehr Lebensfreude und auch spielerischer Freude kommen können, wie wir das in unseren Alltag integrieren und noch vieles mehr erfahren wir von unserem heutigen Gast. Das ist Christian Heinrich Linde und er wird uns da ein bisschen einweihen, was er für ein Programm hat, wie er uns unterstützen kann zu einem fröhlicheren, lebendigeren Leben. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Christian Heinrich Linde. Hallo. Ganz schön bist du bei uns. Und Danke. Ich schon angetönt habe, was mir ganz gut gefällt, was ich wirklich schön finde, weil es geht ja auch um die Freude und die Lebendigkeit. Und da hast du es so schön beschrieben, wie die Kinder ja noch sich so freudvoll bewegen und wie wir das in alle das in den Alltag integrieren können. Das stimmt. Also erstmal herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und dass du jetzt strahlst und für das wundervolle Vorgespräch schon. Und es ist richtig und die Freude ist einfach essentiell. Ich habe natürlich, als wir das Interview geplant haben, mir überlegt, der Titel Fit for Life. Ja, fit, das ist wünschenswert, das wünschen wir uns alle. Aber es geht natürlich noch tiefer. Es ist wirklich die Freude, es ist das Strahlen, oder? Und wenn wir uns freuen, wenn wir etwas mit Freude machen, mit Begeisterung, ja, in dem Wort, dann ist Geist drin, wenn wir etwas begeistert machen. Und ja, zurück zu der kindlichen Freude oder das einfach spüren. Und ja, ich freue mich auch auf ein interessantes Gespräch. Schön, ganz toll. Und es ist ja auch immer so, Bewegung befreit uns ja auch im Herzen, in der Seele. Also es ist ja alles miteinander so verbunden und viele Emotionen, die sich im System ablagern, die können dann sich auch nicht lösen. Und wenn wir in Bewegung sind, wir bekommen einen anderen Fokus. Es verändert sich alles und ich finde das so toll, dass du das als Arbeit machst. Absolut. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich an dich wendet? Wie geht das? Wie läuft das ab? Also vielleicht eine kleine, weil du gesagt hast, ja, Arbeit. Ich sage, es ist wirklich ein Wirken. Also für mich ist es wirklich nicht Arbeit. Schön. Die Bewegung und ich sage jetzt trotzdem, der Sport, das hat mich ein Leben lang begleitet, buchstäblich von klein auf an und ist der rote Faden in meinem Leben, auch wenn ich einige Jahre andere Tätigkeiten oder auch in einem in Anführungszeichen bürgerlichen Beruf gearbeitet habe. Wie du dir es vorstellen kannst, es ist relativ einfach. Also es gibt ein Kennenlerngespräch, so wie mit uns beiden auch, wo wir uns austauschen, wo du mir gerne schilderst, wo du stehst, deine Wünsche auch, möglicherweise auch schon Ziele. Ja, es ist auch mal, wir dürfen auch Ziele haben. Oder unsere Abneigung vielleicht auch, oder? Genau, also ich sage so, ich versuche, oder? Das Leben ist ja ein permanenter, es ist ein Prozess und es ist eine wundervolle Reise, ist eine Entwicklung. Und ich versuche immer, das Beste aus allen Stationen, aus allen Welten so zu integrieren. Schön. Ja, und du kannst zum Beispiel, es sind Klientinnen gekommen, die haben ein konkretes Ziel. Ich greife mal eins raus. Eine Klientin, die ganz konkret gesagt hat, ich möchte bis dann und dann die gleiche Hose, war es glaube ich Rock, in zwei Kleidergrößen weniger tragen. Ja, oder es ist mein über alles geliebter Vater, der gesagt hat, ich würde gerne mal Marathon laufen. Ja, da haben wir anderthalb Jahre trainiert, der ist ja mit 60 Jahren Marathon gelaufen. Also es können ganz unterschiedliche Ziele sein. Ja. Es kann aber auch einfach sein, es gibt auch Menschen, die sagen, ich würde gerne die Freude an der Bewegung wieder und Begeisterung. Also ich mache alles, also mich kannst du nachts wecken, dann springe ich auf. Ja. Und diese Begeisterung zu teilen oder zu übertragen. Ja. Und dann gibt es eben dieses Gespräch und dann, auf Deutsch gesagt, dann legen wir los oder Schön. Und gehen in die Bewegung und auch in die Freude. Und ich gebe jetzt mal rausgegriffen ein konkretes Beispiel, dass wir, also laufen, sagt man in der Schweiz, also rennen, sagt man Schweizerdeutsch, also joggen oder und dann sind wir gejoggt und dann plötzlich sage ich zum Beispiel, wenn wir hüpfen, wie Pippi Langstrumpf-mäßig, wir hüpfen so in der Freude, egal wie schlecht es dir vermeintlich geht, du hüpfst und es tut einfach gut.
die, ja. nicht den und die Umsetzung, ja. wie wir es auf dem Schulhof früher gemacht haben. So schön, okay. ja, so top. Und ja, so, so ist es. Also es ist flexibel, es mhm. ist unkompliziert. Und das schönste Kompliment für mich ist, wenn ihr Menschen dann sagt, ja, eigentlich brauchen wir dich nicht mehr. So schön. Dann weiß ich, die Freude ist ja in dem Sinne in euch, ja. bei euch angekommen, verankert. Und so. Ihr seid selbst ermächtigt, oder? Ihr ja. macht das selber. Ihr braucht genau. nicht einen Schrittzähler oder irgendwie einen Aufpasser oder ja. Motivator, ihr macht das genau. selber. Genau, oder so einen Zwang, dass man das eine Weile durchhält und dann macht man es ja nicht mehr, wenn die Freude nicht mehr da genau. ist, oder? Genau. Und was ich so schön hm? Finde auch, weißt du, wenn du sagst, du bist oder bist oder warst Leistungssportler, ja. Weil dann hat man ja so, als Laie denkt man dann oft, oh, ich kann da nicht genügen oder ich werde dann bis an den Rand getrieben. Und das gefällt mir so, wie du sagst, ja, du holst nicht. Die Menschen dort ab, wo sie sind, überhaupt, oder? Überhaupt nicht. Und du fragst die Menschen, was sie wollen, oder? Nicht deine Idee für jeden. Das ist ganz schön, absolut. Oder? Absolut. Also, ja, hast du wunderbar, wunderbar zusammengefasst. Also, genau, oder wir sind Bewegungswesen. Ja. Ich sage immer ganz gerne oder stelle dann in den Gesprächen ganz gerne die Frage, wisst ihr, also jetzt nicht wie in der Schule, um was abzufragen, ja. Wisst ihr eigentlich unsere Vorfahren? Und wir sind immer noch so wie, ja, in dem Sinne, ich sag's mal, zusammengesetzt oder im ja. physischen Körper ja. oder konstruiert, ja. Ein wundersames, wundervolles Konstrukt Mensch, haben sich circa 20 Kilometer am Tag. Das ist ja. so, der Mensch, oh, ich muss mal halt mal bewegt am Tag. Wow, ja. Und nur nicht jetzt, um irgendwie zu. Und dann, wenn man abends der ein oder andere modern guckt, die, ja, auf den Schrittzähler, okay, ja. So, und du hast das vorhin eben richtig angesprochen: kein Druck, keine Leistung, mhm. kein Zwang. Aber auch, wie viel wir uns als Kinder bewegt haben. Ja. ja. Also, als ich ein Kind war, ist das schon ein paar Jahre her. Ich weiß, wir waren alle spindeldürr. Mhm. Und aber nicht deswegen, weil unsere Mütter uns nicht genug zu essen gegeben ja. haben, ja, sondern weil wir ohne Ende Energie verbrannt ja. haben. Wir waren permanent unterwegs. Ja, und das ist für mich ein Punkt, ich möchte jetzt da gar nicht dieses Fass aufmachen, oder dieses Thema, aber wenn heute Dinge wie ADS und so weiter, mhm. ich habe meine Empfindung, meine Wahrnehmung dazu, wir sind Bewegungswesen. Ja. ja, kleine Kinder sind wirklich nicht zu bremsen. Ja, ja. Sie bewegen sich den ganzen ja, Tag, bis sie stimmt, abends hundemüde in die Haare fallen. Ja. Ja, ich denke, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, eben auch für die Kinder schon, weil, wie du gesagt hast, als Mädchen, ja. ich war stundenlang im Wald, wir haben Hütten gebaut, wir haben Räuber und Polis gespielt genau. und das war wirklich einfach Normalität, richtig. Oder? Und die Bewegungsfreude, wir haben geturnt und Ball gespielt und das war genau. einfach ganz normal so, und das genau. ist so, wenn ich das sage, spüre ich gerade die Freude an dem wieder. Ja, und ich glaube einfach, auch heute ist die Bewegung für mich noch ganz wichtig, eben die freudvolle Bewegung. Mhm. Und es bringt so viel, wie du auch sagst, man ist dann vielleicht nicht so gut drauf, sage ich jetzt mal so salopp. Und wenn ich muss berufswegen draußen sein ja. und arbeite draußen und so mit den Pferden und dann super. Bin ich so mhm. wieder geerdet und in der Freude und dann ist da so eine andere Energie. Und ich denke, das ist so etwas Wesentliches. Und was du ansprichst, eben auch mit den Kindern, weil mhm. ich arbeite ja auch mit Kindern, mhm. weil viele Kinder, die bewegen sich fast nicht mehr. Und ja. dann kommt eben noch die Ernährung auch noch dazu. Genau. Und wenn man da zusammen wieder einfach ein bisschen in die Freude kommen könnte. Ja. Und ja. ist das dann bei dir so, würdest du theoretisch, weil ich sehe, dass auch ganz viele Kinder ganz große Probleme haben, würdest du denn theoretisch auch mit Kindern arbeiten oder Jugendlichen? Oder ist das eher ein Angebot für Erwachsene? Also ja, ich habe in der Vergangenheit auch schon mit Kindern gearbeitet, mit Jugendlichen, habe unter anderem in einem LC Brühl, Leichtathletikverein, durfte ich während eines Jahres den Nachwuchs betreuen durch einen Krankheitsfall. Toll, das hat ja. mit großer Freude gemacht. Ich habe früher auch mit Jugendlichen als ja, Gruppenleiter Sportanimation, also ich habe das in der Vergangenheit auch gemacht. Das aktuelle Angebot richtet sich schon an Erwachsene, ja. aber klar, das wären in dem Fall natürlich dann die Eltern, die Kinder oder Jugendlichen genau, in dem genau, Sinne anmelden genau. würden. Ja, ich will jetzt nicht theoretisch und so. Also grundsätzlich ja, es ist für alle Menschen. Ich schön. Liebe die Bewegung, ich liebe Menschen. Schön. Ich möchte am liebsten alle oder die ganze Welt begeistern. Ja, ja. Und zwar offen, der Fächer ist wirklich offen, das hast du vorhin eben sehr richtig gesagt. Die Freude, ich sage jetzt nicht, was sagt man auf Deutsch, wir brauchen. Also ja, Freude ist
ist einfach eine wundervolle Energie. Ja, man kann, ich glaube, die Frage ist, wir können uns nicht, genau, jetzt habe ich es, also wir können uns nicht genug freuen. Ja, absolut. Und interessant ist noch, wenn wir uns, ich gehe jetzt trotzdem nochmal in Spitzen- oder Leistungssport oder so, ist natürlich dann das Erfolgsgeheimnis, die Kombination natürlich klar, aus dem Talent, Können, Trainingszustand, alles klar, aber eben in dem Sinne die Kombination dann mit der Lockerheit oder wenn man manche Weltklasseathleten bewundert, wo du sagst, die scheinen noch irgendwie ein Lächeln auf den Lippen zu haben, im Gesicht trotz der Anstrengung, da ist was dran. Also das ist natürlich die wünschenswerte Kombination. Absolut. Wenn wir selber ich sage jetzt bewusst nicht im Alltag, in der Realität draußen, als Beispiel, ich sitze jetzt am Laptop oder wie auch immer, ich bekomme da so, mit der Zeit, auf Deutsch gesagt, verkrampfig, oder? Absolut, ja. Und dann sagst du, bieten auch viele Firmen an, ist ja aller Ehren wert, wir machen ein Programm, wie bringe ich meine Nackenschmerzen weg, ich mache ein paar Übungen, ich gehe in die Mittagspause joggen, das ist soweit alles toll, super, aber ich sage, es gibt drei oder vielleicht sogar vier Arten, sich zu bewegen oder zu trainieren. Mhm. Das erste ist, ich sage jetzt bewusst leider, ich trainiere oder ich bewege mich gar nicht. Das ist schlecht, weil der Organismus verkümmert. Ja, wer schon mal einen Gipsarm hatte, kommt der Arm dann aus dem Gips so oder ein Pferd, was ihn so. Zweitens ist, ich trainiere aus welchen Gründen auch immer gegen meinen Körper, weil es die Eltern wollen, weil es der Schulsport lauf, mach, muss das mal machen und so. Oder weil ich den Körper ablehne. Den Körper, genau. Sehr, super, genau. Ja. So, also dagegen. Ich glaube, das ist auch ist klar, es leuchtet ein, das ist auch nicht gut. Dann ist es, gibt es die nächste Stufe, ich trainiere mit meinem Körper, ist schon ein bisschen besser. Ja, ich weiß, ich gehe joggen, ich gehe ins Fitness, ich trainiere mit meinem Körper, ich bin so, ist okay. Und dann kommt das, was natürlich wirklich schön ist oder wünschenswert ist, ich trainiere für mich und nicht nur für meinen Körper. Ja. Wow, also Body, Mind and Soul, ich fühle mich gut, ich mache es wirklich für mich. Ja. Und das kann ja unterschiedlich sein. Ich zum Beispiel, ihr Frauen tendenziell tanzt lieber und das ist ja wundervoll. Mhm. Ja, ich tanze jetzt, tanze zum Beispiel. Und dann machst du es buchstäblich, du machst es für dich, du denkst gar nicht darüber nach. Ja. Ich sage immer, ich stelle oft eine Frage, ich stelle sie dir spontan, was glaubst du, wer sind die fittesten Sportler? Man hat mal so einen Test gemacht über 10 Parameter. Wer sind wirklich die fittesten? Also ich gebe eine kleine Hilfe. Es ist jetzt nicht zum Beispiel der schnellste Sprinter oder der aussauendste Läufer, Tänzer. Sondern der super. Hätte ich jetzt gar nicht. Genau, super. Ja. Gratuliere, war nicht abgesprochen. Tänzer und interessanterweise Tänzern Platz 1 und Boxer. Spannend, oder? Mhm. So die beiden sind. Und damit muss ja nicht jeder in den Boxclub gehen, aber ich integriere ja viele Kampfsporttechniken auch. Aber genau, super. Und tanzen ist etwas Schönes mit der Musik, als Beispiel. So, dann tanzt du. Und spannenderweise, niemand würde ja sagen, ich tanze und das hat positive, unglaublich schöne, positive Auswirkungen auf Body, Mind and Soul. Mhm. Und dann, wenn du jetzt zum Beispiel die Turniertänzerin oder Turniertänzer, wenn du sie anschaust, der Nebeneffekt, sie tanzen nicht, um so einen Körper irgendwie zu haben, da passt sich automatisch an. Ja, ich muss nicht in dem Sinne jetzt ins Fitnessstudio oder irgendwo, wobei ich möchte nichts dagegen sagen, aber ich kann diesen Zwang rausnehmen. Mhm. Ich muss jetzt nicht zwanghaft am besten immer mit dem Spiegel gucken, tut sich was, sondern ich bewege mich freudvoll. Ja, ich nochmal, wie wir Kinder damals, den ganzen Tag. Ja. Und am Abend haben du konntest jede Rippe sehen, weil wir so können gar nicht so viel essen. Ja, genau. Okay. So schön, was du da sagst. Und ich glaube einfach wirklich, das Abholen, dass die Hürde nicht so groß ist und trotzdem hast du so viele Ahnung. Also du könntest die Menschen, wenn sie dann wirklich sagen, ich möchte weitermachen, könntest du sie weiter begleiten, du hast das Wissen, aber du setzt die Menschen nicht unter Druck, dass sie jetzt... Und das finde ich schön. Aber dass ich es auch noch ganz richtig verstehe, das heißt jetzt einfach, wenn jemand sich meldet bei dir und dann könnte man einfach den Wunsch, den man hat, zusammen mit dir umsetzen. Mhm. Also du würdest jemanden zum irgendwo hin begleiten für zum Schwimmen oder irgendwas, was dieser Mensch gerne möchte, aber irgendwie so alleine sich nicht aufraffen kann, vielleicht an der Technik fehlt es oder würdest du das dann, ist das so zu verstehen? So ist es zu verstehen. Wow, genau. Toll. Also eigentlich ein Personal. Im Prinzip, ja. Training. Also es ist vom Setting her, es gibt ja nicht klassisch im Leben, aber genau, es ist ein persönliches Training. Ich nenne es halt Empowerment Mentoring. Ja. Es ist
nicht ein bloßes Wortspiel, sondern Empowerment heißt, ja. Ich gebe dir Kraft und oder beziehungsweise du schöpfst die Kraft aus dir selber, du ja. entwickelst wieder diese Kraftquelle, ja, über ja. die Freude. Schön. Mentoring deswegen, keine Angst, jetzt in der Kürze des Interviews, wirklich danke für diese wundervolle Möglichkeit, gebe ich viele Informationen, aber während der Training oder sagen wir besser Mentoring-Sessions vermittle ich natürlich auch über das bloße Training hinaus, aus meinem Fundus oder aus dem Wissen, jetzt nicht theoretisch, sondern ich sage, es geht parallel und automatisch und wie im Flow, dass sich auch der Mind und auch die Seele wirklich, dass es gut tut. Ja. Ja, jeder, ich biete zum, ich sage ein Beispiel, meditatives Laufen, wo wirklich im Schweigen mit bestimmten Atemtechniken im Wald, es ist wundervoll heilsam, oder? Also ja. du bist jetzt zum Beispiel eine Stunde im Wald, es passiert automatisch und du sagst einfach danke. Ja. Also es ist wirklich, wie du sagst, es ist eine individuelle Begleitung. Ja, und das ist wirklich das Wundervolle auch, dass es flexibel ist. Ja. Ja. Und du hast ja sehr eine reiche Erfahrung überhaupt mit den Menschen auch zu arbeiten, weil ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht so in einem persönlichen Training oder Mentoring oder wie es du nennst, ja, ja. Auch wie so eine Basis entstehen kann, dass man dann wirklich auch zu den Themen kommt, da viele Leute, warum essen sie oder warum lehnen sie ihren Körper ab? Gibt es auch absolut. Raum dafür, wenn das dann so kommt, dass man wirklich auch die liebevolle Sichtweise auf sich und den Körper auch entwickeln darf? Auf jeden Fall. Also danke, du hast eigentlich die Antwort schon gegeben. Danke dafür. Auf jeden Fall. Also es ist wir nennen es mal so, jede Session, jedes Training ist ein Sieg. Ja? Ein Sieg in dem Fall mal über dich selber, weil es einfacher auf dem Sofa zu sitzen und Chips zu essen oder ja, kann man machen. Ich urteile da auch nicht. Ja. Buchstäblich aufzustehen, jede Reise beginnen wir im ersten Schritt zu sagen, wow, ich bin übrigens auch, das ist so mein Steckenpferd, die Bewegung, die Freude in den Alltag zu integrieren. Mhm. Du kannst zum Beispiel, jemand kann auch zu Hause bleiben und von mir aus Fernsehen schauen und integriert eigentlich, kann beim Fernsehen schauen beispielsweise 100 Mal aufstehen, dann hat er 100 beispielsweise Kniebeugen gemacht. Ja. Also ich möchte einfach damit sagen, es geht um Bewusstsein und natürlich in den Sessions, also ich liebe Menschen und ich nehme sie natürlich wahr und wir tauschen uns natürlich aus, also beim meditativen Laufen nicht, da ist eine Stunde Schweigen, aber in den anderen Sessions und wenn das hochkommt, auf jeden Fall. Also meine andere, sagen wir so, Spezialität ist halt das Wut-Power-Training, also gerade ein Thema auch für euch Frauen. Wenn ich dann feststelle, es ist noch ein Wut-Thema da, dann, dann kommt in dem Sinne das Wut-Power-Training ins Spiel, wo ich euch je nach Vorwissen, nach Vorkenntnissen, aber man braucht auch damit gar noch nicht in Berührung gewesen zu sein, halt Kampfsporttechniken zeige, beibringe. Und dann, ihr Frauen spürt, was für eine enorme Power in euch ist. Ja. Und damit meine ich nicht nur, wie es gibt ja diese auf der Kirmes und so, wo du da reinschlagen, es geht nicht, wie gesagt, um das Absolute, sondern zu spüren, wenn die Wut wirklich aufsteigt, sag mal, so wie so ein Ballon und sagst, wow. Und dann kann wirklich, es ist, und das ist für mich immer wieder faszinierend, die Freude, die überraschte Freude, wenn ihr Frauen oder die Männer merken, so, wow, ich hätte das nie gedacht. Also für mich gibt es wenig Schöneres, als Menschen zu spüren und zu sehen. Ich werde das nie vergessen, das glückliche Gefühl, wie mein Vater zum Beispiel da durch das Marathon-Ziel lauf. Und zwar nicht das Ego oder ich zeige jetzt hier, ich bin hier der Allergrößte, überhaupt nicht, sondern die Freude so. Wow. So schön. Und das ist wirklich bei jedem, auch bei der Klientin, die es übrigens dann geschafft hatte. Und ihr Mann hatte mich dann eingeladen, das war noch lustig heute. Sie kam aus Irland, notabene, und er sagte, hey, du hast das so toll gemacht. Und darauf gehen wir jetzt, buchstäblich, damals gehen wir einen trinken. Ich sage, ja, ich trinke seit Jahren keinen Alkohol mehr. Ich habe dann Wasser getrunken. Ja. Aber sie hatte, ich werde das nie vergessen, oder? Ja. Und die Frau kam dann wirklich mit derselben, es war eine Hose, ich erinnere, und hat dann, geschaut, und es war nicht geschummelt, man könnte mit den Größen jetzt ja auch schummeln, so ein anderes Etikett reinnehmen, schau mal, passt. Und da, wow, also ihr Strahlen und auch der Mann. So schön. Das ist halt einfach, ich sage bewusst nicht eine Belohnung, aber das ist für mich auch eine Freude, die fast unbezahlbar ist. Ja, wunderbar. Ist mir jetzt gerade noch so auch eine Frage gekommen, weißt du, im Zusammenhang mit dem
mit der Wut kommen lassen bei den Frauen, weil das ist ja eigentlich ein sehr schambehaftetes Thema, weil schon als Mädchen dürfen wir oft lernen, halt diese Anteile so ein bisschen im Schatten zu halten, ein bisschen abzuspalten, weil eben die Mädchen sind eben brav und adrett. Und ich denke, das ist dann vielleicht auch nicht immer ganz so einfach, wenn das kommt. Oder wie erlebst du das? Also wenn du mit den Frauen arbeitest, also kannst du auch, arbeitest du auch so, dass du den Frauen vielleicht wie auch die Berechtigung gibst, also wie den Rahmen hältst, dass die Wut da sein darf, dass das komplett okay ist. Absolut. Dass die aus dem Schatten kommen darf. Absolut, ein Wut, Empowerment Mentoring oder Wutpaar Training läuft so. Es gibt auch ein Vorgespräch oder wie eine Art Seelencoaching, wo ich es natürlich schon spüre oder wo ich das sage. Dann gibt es den in dem Sinne, ich nenne ihn mal den mittleren, ich sage jetzt bewusst nicht den Haupt, aber den physischen Teil, auf dem ich mich immer sehr, sehr freue natürlich. Den wir nach Möglichkeit fast immer, im Moment schneit es glaube ich draußen, aber den wir eben draußen machen in der wundervollen Natur. Toll. Natürlich mit Schutzausrüstung. Und genau, das ist genau der Teil. Also ich halte den Raum, ich ermögliche der Frau diese Situation oder eben diese Wut zu spüren, da reinzugehen. Wir haben da, das würde jetzt heute ein bisschen den Rahmen sprengen, auch schon wirklich extremere Fälle gehabt, wo Frauen zum Beispiel wirklich, ja, ich sage es jetzt vorsichtig, misshandelt worden sind. Ja. Das war sehr eindrücklich. Und wir das in dem Sinne so wie nachgestellt haben und dann eigentlich in dem Sinne überschrieben haben, diese doch fast traumatische Erfahrung auch. Absolut. Also das ist klar, das ist anspruchsvoll. Ich mache das natürlich auch von Herzen gerne. Mhm. Und das ist halt in dem Bereich Wutpower-Training. Ja. Wir kombinieren es dann teilweise auch oder meine geliebte Frau Maria Holinde dann eben mit ihrem wundervollen Wirken, wo es dann natürlich noch anschließend weitergeht in eine tiefe Transformation. Ja. Aber der, sagen wir mal, zeitlich oder der erste Schritt ist absolut, wie du sagst, überhaupt die Wut zu spüren oder selbst ehrlich zu sein, anzunehmen, jawohl, ich habe Wut. Ja. Ja, darf man als braves Mädchen, als braver Junge theoretisch auch nicht zeigen. Ja, ja. Wir Männer, vom Klischee her, vielleicht noch ein Tick mehr, weil der Mann, ja, da kann man, also wer ein echter Mann ist, es gibt diese Filme, Fight Club oder es boomen auch die, ich möchte das jetzt gar nicht kommentieren werden, aber es ist in unserem gesellschaftlichen Verständnis akzeptierter, wenn man sagt, das ist ein harter Schläger. Aber wenn man bei einer Frau sagt, also eine Frau, das möchte man nicht. Aber die, meine Beobachtung nach meiner Erfahrung, ihr Frauen, die Wut, eher in dem Sinne, es geht eher gegen innen. Absolut, also manche als Beispiel sagt man, ein bisschen Kummerspäh oder man schluckt die Wut buchstäblich, man unterdrückt sie. Ja. Männer, oder wir Männer, ich bin ja ein Mann, also wir Männer nehmen uns natürlich, jetzt mal ohne Wertung, tendenziell eher das Recht. Der Klassiker, der sagt, der setzt sich als kleiner Junge oder in der Wirtshausschlägerei durch, sagt man, wow, harter Mann oder schlägt mit der Faust auf den Tisch. Ja, da ist es, geht's nach außen, die Wut. Ja. Und wenn ich sie nicht, dann ist es, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, dann trinkt man halt zu viel und grölt. Also, aber es ist nach außen gerichtet. Ja, wenn man bei Sportveranstaltungen, also 99% grölen die Männer und nicht ihr Frauen. Ja. Und das war auch ein bisschen der Ausgangspunkt, dass wir das natürlich bemerkt haben oder dass eben Frauen kamen am Anfang schüchtern, haben sie gesagt, oh, ich bin da ein bisschen wütend. oder haben so. Ja. Und haben sich ich möchte es jetzt nicht so dramatisch sagen, aber haben sich so wie geoutet. Ja. Und auf dieser Basis ist auch das Wutpower-Training. So toll. Mhm. Und was du vorher noch angesprochen hast, vielleicht Frauen, die Übergriffe erleben, haben vielleicht eher das, dass sie wirklich die Grenzen nicht setzen können. Und da die Energie fehlt oder auch eine gewisse gesunde Wut oder Abgrenzung. Und das gehört dann auch, nehme ich an, in das Training, oder? Also auf jeden Fall, was es in jedem Fall bewirkt, dass du eine Transformation, also eine positive Veränderung, wenn du, ich sage so, ihr Frauen oder sie richten sich buchstäblich auf, du gehst aus einer, nennen wir es mal, passiven oder aus der Opferhaltung
schrittweise in die Selbstermächtigung rein. Ja, du merkst erstmal diese, ich nenne es mal so, wie soll ich sagen, Löwin-Power, die in jeder von euch steckt, unabhängig jetzt, egal vom Alter, von der Figur, oder? Ja. Und damit meine ich nicht jetzt, das kann man schon technisch, oder es gibt diese Sachen, oder auf YouTube findet man so Filme, wo man sagt, wow, das ist schon so auch im Kampfsport, dass du sagst, okay, ist eine Frau von 50 Kilo, mit ihrer Inner Power, mit der Schnelligkeit und so und überwindet irgendwie einen 100-Kilo-Koloss. Das ist der eine, darum geht es vielleicht weniger oder geht es nicht, sondern es geht darum, dass du in deinem, und ich sage jetzt bewusst, täglichen Leben dich spürst, wahrnimmst und selbst ermächtigt und selbstbewusst gehst, oder? Genau, und du bist ja nicht mehr Opfer. Du bist nicht mehr Opfer, genau. Also wir haben ja, ich kann ja auch all die in dem Sinne, wenn man sagt, zum Beispiel im Bereich Selbstverteidigung, heißt ja eigentlich, okay, ich verteidige mich, aber das Wort selbst, das ist schon, das ist eigentlich die wichtige selbe selbst. Ja. Ich spüre mich, ich spüre erstmal, wow, okay, das steckt in mir und dann bin ich selbstbewusst und ich ziehe das gar nicht an. Ich bin kein Opfer. Absolut. Meistens leider im Mobbing und so, ein anderes Thema, Mobbing, Bossing oder auch eine instrumentalisierte Gewalt im Alltag. Ja. Ziehst du an, wenn du in Anführungszeichen dich selber schwach oder als Opfer fühlst. Ja. Und das ist für mich auch ein starker Antrieb, euch in die Selbstermächtigung zu bringen, gerade euch Mädchen, Frauen. Ja. Ich bin selber Vater von einer Tochter, die jetzt gerade 15 Jahre alt geworden ist und natürlich beschäftigt mich das aus der, was in Anführungszeichen, ich sage jetzt nicht, was draußen los ist, instrumentalisierte Gewalt, Übersexualisierung, eigentlich eine, ich würde schon sagen, eine Tendenz der Verrohung und das ist schade. Ja, auch eine, muss man oder darf man sagen, eine Eskalation in dem Bereich, wie wir früher gesagt haben, Schulhof. Früher war nicht alles besser, aber wenn einer auf Deutsch gesagt hat, abgeklatscht hat, er hat aufgegeben, dann war der Kampf vorbei. Ja. Heute gibt es wenig Grenzen und da ist umso wichtiger, dass ihr Frauen gestärkt werdet. Mhm. Ja, und dabei unterstütze ich euch. So toll. Ich habe gerade auf die Zeit geguckt. Ist so schnell vorbeigegangen, ist so ein tolles Thema. Und ich finde es sehr berührend, weißt du, wie du einfach auf den Menschen eingehst, oder? Und nicht irgendein Programm hast, das du den allen überstülpen möchtest. Nein. Und ich glaube, das ist wirklich der Zugang, weil das finde ich so schön, wie du erklärt hast, dass du dann ein Gespräch hast und schaust, was möchte der Mensch, der zu mir kommt. Und darin liegt es ja, da ist das schon der erste Schritt zur Selbstermächtigung. Und das ist nicht ein Trainer, der dann sagt, ich weiß jetzt und jetzt machst du das so, oder? Nein, also sondern, Freude, das hast du wundervoll zusammengefasst. Ich freue mich auf jede einzelne Session, sage ich auch bewusst nicht Training. Und die Freude, ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Ja. Aber die Freude, die bringe ich mit, die ist einfach da. So und schön. Dann schwappt sie nach meiner Erfahrung, sie schwappt immer über. Natürlich gibt es mal, wir haben am Morgen trainiert, einer sagt, das wollte ich vielleicht noch sagen, es gibt auch nach meiner Erfahrung Sport, Muffel oder inneren Schweinehund, gibt es eigentlich nicht. Also du sagst ja irgendwie Ausreden. Es sind in dem Sinne kleine Saboteure oder so Programme im Kopf. Und da unterstütze ich euch. Und dann könnt ihr es nach relativ kurzer Zeit, könnt ihr es alleine. So toll. Ja, und vielleicht kann man wirklich mal vor dem Fernseher starten. Und dann hat man eine möglichst kleine Hürde und was auch immer. Nein, das ganz genau. Ich ganz oder du toll. Sagst, du nimmst dir vor, es hört sich jetzt völlig, also sagt einer, wieso, aber mach's mal und du wirst dir selber auf die Schulter knopfen und du wirst lachen. Also du guckst da in der Lieblingssendung und du sagst, so, fang mal an, ich sei jetzt nicht mit 100 Mal, ich stehe jetzt 20 Mal auf und setze mich wieder hin. Ja. Ja, sagst du, du spinnst. Ja, und dann machst du es, das, wow. Ja? Ja, und dann machst du so das toll. Am nächsten Tag dreimal und plötzlich hast du 60 Kniebeugen, als Beispiel. Ja, und oder dann kommt die Freude, was könnte man noch machen und genau. so. Genau, oder du trainierst deine Waden, ich sage immer beim Zähneputzen so eine Übung, trainierst die Wade, gehst dann schön, am Anfang vielleicht nicht zu oft, und dann gehst du und nach einem Vierteljahr sagst du, wow, du trainierst während des Zähneputzens, sollte man ja dreimal am Tag, trainierst deine Waden, so schön. Es kostet nichts, du machst es einfach. Ganz toll. Und ich bin mir sicher, ganz viele Menschen aus unserem Publikum möchten jetzt gerne wissen, wo sie sich hinwenden können. Kannst du uns da noch etwas verraten? Genau, also ihr findet mich auf Instagram unter Christian Linde, mein Name Christian Linde Coaching. Mhm. Oder ihr kontaktiert mich per E-Mail, wäre c.linde@bluewind.ch. Mhm. c.linde@bluewind.ch. Webseite, ihr wird im Moment überarbeitet, aber über Instagram ist sicher ein Weg oder eben per E-Mail.
sehr, das ist toll. Also, lieber Christian Heinrich Linde, das hat mich wirklich gefreut, weil ich finde, das ist so ein toller Ansatz, wo du einfach die Menschen abholst und das ganz persönlich schaust und hast ein großes Wissen dahinter, aber bist doch achtsam und schaust, was die Menschen brauchen. Ganz herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich danke dir sehr. Es hat Freude gemacht. Ja, Freude. Ja, mir auch Freude gemacht. Liebes Publikum, ich bin mir sicher, auch nur schon aus dem Gespräch konnten Sie einige Anregungen holen, wie man vielleicht mit ganz kleinen Dingen im Alltag Bewegung mit Freude reinbringen kann. Und ich bin mir sicher, dass Sie vielleicht das Interesse geweckt wurde, noch mehr zu erfahren. Schön waren Sie dabei. Ich hoffe auf ein anderes Mal und auf Wiedersehen.